Hallo ihr Wundervollen, ich habe heute ein Update bzw. Finale von einem Project 10 Pen und ein Update von meinem Project 6 Harte Pen. Und zwar hatte ich vor einigen Monaten ein Project 10 Pen gestartet mit nur dekorativer Kosmetik. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Und ich hatte mir erst vorgenommen, das Projekt bis zum 10.10. laufen zu lassen, aber das ist Schwachsinn. Dann habe ich mir gedacht, komm, bis Ende Oktober schaust du mal, was du da so schaffst. Und es war ein sehr erfolgreiches Projekt, auch wenn ich nicht alles geschafft habe. Und zu meinem Project 6 Hard to Pen, das ich in diesem Jahr zusammen mit der lieben Elisa und der lieben Vanessa spiele. Ich sage das mal in Anführungsstrichen, weil wir versuchen halt Produkte platt zu machen, die wir sehr mögen und deswegen im Zweifel oder halt einfach in unserer Sammlung haben und die mal leer werden müssen, sollten. Besser wäre das. Genau, und wenn ihr Bock auf dieses Video habt und... Kleiner Spoiler, es gibt am Ende eine schöne Verlosung. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Ich hatte ja vor einiger Zeit gesagt, dass ich gerne im November jede Woche eine Verlosung hochladen möchte. Und genau, wer Bock auf das Video hat, bleibt dran. Ich habe wie immer mein YouTube-Buch und meine Escher-Taschenwaage, die ich euch auch immer in die Infobox verlinke, weil ich die echt großartig finde, habe ich euch schon ganz oft gesagt. Kein gesponsertes Produkt habe ich selber gekauft, aber ich liebe sie und deswegen zeige ich sie euch immer wieder. Aus meinem Project 10 Pen sind aus dem letzten in diesem Monat noch 4 Produkte rübergegangen und ich fange jetzt einfach mal vorne an. Und zwar war in meinem Projekt mit drin die Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow Palette, die ich sehr, sehr lieben gelernt habe. Sogar den Highlighter da drin finde ich inzwischen richtig toll. Eigentlich war er immer toll. Ich habe einfach nur ein paar, die ich noch lieber mag. Aber ich habe den Highlighter dadurch, dass ich ihn jetzt wirklich so oft verwendet habe, wirklich lieben gelernt. Wie ihr seht, der Bronzer ist komplett leer. Und ich habe den wirklich intensiv benutzt und fast nur diesen, den gesamten Monat. Und jetzt im Herbst schminke ich mich auch deutlich mehr. Und da kommt auch, ja genau, war es jetzt nicht so schwierig, das leer zu bekommen. Zuletzt hatte die Palette 94,38 Gramm Produkt und jetzt noch 90,62. Das ist der größte Fortschritt, den ich seit Ewigkeiten in dieser Palette gemacht habe. Also seit Start des Projektes waren es im Schnitt jeden Monat so um die 2 Gramm. Diesmal deutlich mehr, weil ich den Bronzer wirklich jeden verdammten Tag benutzt habe. Und ich mochte ihn sehr, sehr, sehr gerne. Am Ende war wirklich nur noch sehr, sehr dünn Rand am sehr, sehr dünn Bronzer am Rand, weswegen ich in der letzten Zeit auch kaum irgendwie auffällige Make-ups getragen habe, Augenlooks, weil ich den dann tatsächlich benutzt habe, um damit die Lidfalte ein bisschen zu definieren oder einfach nur ein bisschen auf das Augenlid und in den Innenwinkel ein bisschen von dem Highlighter. Auch den Highlighter habe ich intensiv benutzt. Es ist auch deutlich weniger Produkt drin als beim letzten Mal. Also ein großer, großer Erfolg. Es waren fast 4 Gramm, 3,8 Gramm Produkt, die ich da jetzt aufgebraucht habe. Und das ist schon richtig, richtig viel. Jeder, der viel Bruderprodukte nutzt und diese Projekte für sich macht, weiß, dass das gar nicht so leicht ist. Und da ich den Bronzer in erster Linie leer machen wollte, ist das für mich ein großer Fortschritt. Aber den Highlighter werde ich auch weiter benutzen. Ursprünglich hatte ich mir gedacht, dass ich die Palette dann aussortiere, aber nein, das werde ich nicht tun. Ich werde auch den Highlighter im nächsten Jahr weiterverwenden. Genau. Dann war noch im Projekt mit drin mein Essence Lip Liner. Und zwar hatte ich den vor einiger Zeit von einer Zuschauerin nochmal zugeschickt bekommen, weil ich immer wieder gesagt habe, dass ich die mit der silbernen Kappe am liebsten mochte. Und das ist die Farbe Honey Berry. Auch hier sieht man hier auch ganz gut den Fortschritt, den ich jeden Monat gemacht habe, wo ich jetzt bin. Also da ist auch richtig viel passiert. Der hatte zuletzt 2,37 Gramm und in diesem Monat hat er dann noch 2,12 Gramm. Ich habe ihn leider nicht geschafft, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich mag den sehr gerne und werde den aufbrauchen. Erfahrungsgemäß ist ab hier auch kein Produkt mehr drin. Und genau, der muss jetzt aber auch wirklich leer werden, weil die wurden jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren vom Markt genommen und ich weiß nicht, wie alt der Stift vorher schon war und so 12 bis 24 Monate, denke ich, sind diese Stifte auf jeden Fall gut, aber wir müssen es auch wirklich mal weg. Und genau, ich werde den auf jeden Fall weiter benutzen und auch aufbrauchen. Jetzt
komme ich zu zwei Produkten, die ich in diesem Projekt hatte, die auch leer geworden sind. Und zwar ist das jetzt kein klassisches dekoratives Kosmetikprodukt, aber ich würde ihn nicht verwenden, wenn ich keine dekorative Kosmetik verwenden würde, weil dadurch, dass man viel Lippenstift, Liquid Lipsticks und so weiter verwendet, muss man zwischendurch auch mal einen Lip Scrub machen. Muss man nicht, aber ich habe dann das Gefühl, dass die Lippen einfach schöner gepflegt sind. Und hier handelt es sich um den The Body Shop Lip Scrub in Stiftform. War mal mein absolut Liebster. Genau. Ist jetzt aber auch wirklich leer. Das, was man hier an Plastik noch sieht, oder was man hier noch sieht als weiß, ist tatsächlich das Plastik. Ich habe den ausgekratzt bis zur Kuppel. Ich bin da sogar mit dem Finger rein, und das funktioniert bei dem Stift gar nicht mal so gut, weil dieser Lip Scrub auch wirklich sehr, sehr, sehr fest ist. Und ich werde den jetzt nicht auspulen, das mache ich nicht, aber der ist für mich jetzt leer. Der hat zuletzt 13,58 Gramm. Und jetzt in diesem Zustand 13,18 Gramm. Das heißt, ich habe 0,58 Gramm noch aufgebraucht und der Stift ist für mich leer. Und was ich auch aufgebraucht habe, ist Birthday Suit von Tarte. Das ist ein Tarte ist Lip Paint. Ein sehr schöner Velvet Lippenstift, der allerdings nicht matt, also der ist schon ein bisschen matt, also so Velvet halt. Also so, die Lippen sehen so ein bisschen abgepudert aus. Aber der hält nicht gut. Die Farbe fand ich sehr schön. Ich werde mir diese Art Lippenprodukte von Tarte allerdings niemals kaufen, weil ich mag den Geruch nicht. Ich mag diesen Zahnpasta-Geruch nicht. Ich habe den Fortschritt jedes Mal markiert und ich bekomme es nicht ganz leer, weil der Nupsi hier, also der Applikator, kommt nicht bis zum Boden. Und selbst wenn er zum Boden käme, ich komme dann, wenn ich das Ding am Rand versuche auszukratzen, und ihr seht, ich habe am Rand schon wirklich viel weggenommen, komme ich einfach nicht da unten dran. Ich habe erst überlegt, ob ich das mit einem, oder ich habe erst angefangen, dann noch einen Lippenpinsel zu verwenden, aber das nervt total. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe auch den Stopper rausgenommen, sodass ich so viel wie möglich aus dem Produkt oder aus der Tube rausbekomme, aber es ist jetzt für mich leer. Hatte zuletzt 10,35 Gramm und jetzt noch 10,14 Gramm, das heißt, noch gut 0,19 Gramm konnte ich davon aufbrauchen. Und es ist für mich ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, denn ich habe von 10 Produkten tatsächlich 8 aufgebraucht. Und auch die jetzt noch da sind, werden in kommende Projekte rutschen, beziehungsweise werden auf jeden Fall auch mit platt gemacht. Das habe ich mir fast vorgenommen und das werde ich auch tun, weil es Produkte sind, die ich mag und deswegen nicht in der Mülltonne landen müssen, by the way. 194,58 Gramm waren es beim letzten Mal und jetzt sind es noch 189,96 Gramm, weil ich die natürlich mit den Verpackungen abwiege. Das bedeutet, ich habe reines Produkt 4,62 Gramm aufgebraucht und das ist schon echt schön für einen Monat, zumal es ja auch noch mein Project 6 Hard to Pen gibt. Und da habe ich leider nichts leer gemacht, auch wenn ich mir das vorgenommen habe. In meinem Projekt sind noch diese drei Produkte. Das ist unter anderem von Becker der Moonstone und ich habe hier so ein bisschen versucht runterzukratzen, damit man das sieht, weil irgendwie setzt sich hier am Rand immer was ab. Aber man sieht hier trotzdem ganz gut, dass ich einen sehr, sehr guten Fortschritt im Verhältnis zu den letzten Monaten gemacht habe. Und zwar war der zuletzt bei 59,5 Gramm und jetzt 55,38 Gramm, weil ich ihn einfach ständig verwendet habe. Also war dreimal so viel Progress wie bei den letzten Updates. Wenn man da so reinguckt, ich kann die Kamera niemals einfangen. Wenn ich in die Tube hineinschaue, also in den Flakon, dann sehe ich, dass eben Produkt nur noch bis hierhin vorhanden ist. Und genau, nur es setzt sich hier am Rand irgendwie nicht weiter runter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Guter Fortschritt von, 4 Gramm. Das ist schon richtig, richtig viel. Andererseits ist es bei flüssigen Konsistenzen, finde ich, auch einfacher, einen schnellen Fortschritt zu sehen. Dann habe ich von Wet n Wild den Brûlé mit drin. Und hier wird es ein bisschen schwieriger, es euch zu zeigen. Auch der ist bald leer, dauert nicht mehr lange, bin ich auch froh drüber. Ne? Also hier ist alles auseinandergebrochen. Ich habe hier wirklich nur noch, und das ist mir jetzt auch in die Hand gefallen, oh nein! Es sind hier wirklich nur noch so kleine Reste drin. Der hatte zuletzt 8,86 Gramm, jetzt noch 8,41 Gramm und zum nächsten Update ist der definitiv leer. Und auch der wird dann leer sein. Ich werde jetzt im November kein Update dazu drehen, weil für drei Produkte, finde ich, lohnt sich das einfach nicht, ein Update zu machen. Ich werde dann mein Finale Ende Dezember, Anfang Januar
reinpacken. Und auch hier ein riesiger Fortschritt. Der hatte zuletzt 39,22, nee Quatsch, Moment, wo ist er? 10,85 Gramm und jetzt noch 9,55 Gramm. Das ist der kleinste Fortschritt, den ich in der letzten Zeit gemacht habe, was einfach dem geschuldet ist, dass die, ich habe den Birthday Suit unbedingt leer machen wollen, weil das Projekt ja jetzt Ende Oktober geendet hat. Und ich habe so eine neue Lippenstift-Kombi gefunden, die mir total gut gefällt und die ich ziemlich häufig trage. Und deswegen ist jetzt hier nicht so viel passiert. In den Monaten davor war es immer ein bisschen mehr Fortschritt. Aber trotzdem bin ich zufrieden und der wird auf jeden Fall leer. Ihr seht es an dem Typchen. Genau, also viel ist da nicht mehr drin. Und das werde ich auch schaffen. Und genau, also beim letzten Update waren es 229,66 Gramm und jetzt sind es 223,79 Gramm. Das bedeutet 5,87 Gramm aufgebrauchtes Produkt. Und genau, die Gewichte sind halt natürlich mit der Verpackung weiterhin. Deswegen kann ich auch genau sagen, was ich aufgebraucht habe an Produkt. So funktioniert es für mich am besten. Also zwei weitere Produkte sind leer geworden. Die hier bleiben weiter bei mir, beziehungsweise werden aufgebraucht, beziehungsweise werden weiter in meinem Projekt Six Hard to Pen bleiben. Und ich denke, den werde ich nicht schaffen. Das halte ich für ziemlich aussichtslos. Aber die anderen beiden Produkte, also den Lippen, den NYX Fortune Cookie und den Brûlé, werde ich auf jeden Fall platt machen. Kommen wir zu der versprochenen Verlosung. Und zwar habe ich euch ja mitgeteilt, dass ich gerne im November jede Woche eine Verlosung machen möchte. Einfach nur, um euch auch mal was zurückzugeben. Ich habe das in den letzten Jahren eigentlich viel mehr gemacht, aber da hat es mich dann irgendwann genervt, dass die Kommentare immer harscher wurden und ich würde mir meine Zuschauer erkaufen wollen, was natürlich totaler Humbug ist. Aber meine Verlosungen werden auch weiterhin daran gekoppelt sein, dass ihr meine Abonnenten seid und mir einen lieben Kommentar hinterlasst. Aber weitere Infos findet ihr in der Infobox. Ich habe mir gedacht, ich starte mal mit einer Verlosung für Adventskalender, weil der erste Advent steht im nächsten Monat definitiv an. Und dann wäre es doch ganz schön, wenn ich ein paar Adventskalender an euch verlosen würde. Und zwar habe ich zum einen für euch den, also sind alle von Balea, sage ich schon mal dazu, weil ich auch nicht Krösus bin. Zum einen habe ich hier diesen großen It's a Magical Time Adventskalender. Genau, natürlich nagelneu und original verpackt, ist ja wohl klar. Und dann habe ich auch noch von Balea den Ampullen Adventskalender, weil ich weiß, dass viele total drauf stehen. Und diejenige, die gewinnt, die darf sich aussuchen, ob sie lieber den Adventskalender mit den ganzen Luxusproben hätte oder lieber den Ampullen-Adventskalender. Und die Zweitplatzierte bekommt dann entweder den einen oder den anderen, der halt nicht ausgewählt wurde. So habe ich mir das gedacht. Genau. Der ist auch ganz toll. Und hier sind vier verschiedene Ampullen drin, und zwar 24 Stück. Es ist wie gesagt ein Adventskalender, macht man hier unten auf und nimmt dann die einzelnen Ampullen raus. Und ich habe diesmal auch einen Trostpreis, und zwar diesen leckeren kleinen Bio, DM Bio Adventskalender. Da sind so kleine Schokoladenkugeln drin, so Knusperkugeln. Einfach nur, damit es auch ein kleines, ja, einen kleinen Trostpreis gibt. Genau. Und somit gibt es drei Gewinne. Und bei dem Trostpreis werde ich dann natürlich auch noch eine Kleinigkeit dazulegen, weil es sonst tatsächlich ein bisschen wenig ist und sich beinahe nicht lohnt zu verschicken. Genau, was ihr dafür tun müsst, schreibe ich euch in die Infobox. Macht auf jeden Fall mit. Ich lasse die Verlosung zwei Wochen laufen, damit er auf jeden Fall oder die Kalender dann auch auf jeden Fall noch pünktlich zum 1. Advent bzw. zum 1. Dezember bei euch sind. Und wenn ihr Bock habt, macht einfach mit, wie gesagt, die Regularien stehen in der Infobox. So, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder rein und wir sehen uns bald wieder. Ich drücke euch, knutsche euch, hoffe, es geht euch gut und sage bis bald. Ciao.